Ein schwerer Unfall überschattete am Wochenende das 40. Bergrennen in Eichenbühl. Am Trainingssamstag kam der zehnfache deutsche Meister Herbert Stenger nach einem technischen Defekt von der Strecke ab. Der Sommerkaler konnte sich nur bei seinem Schutzengel bedanken, dass er mit leichten Verletzungen davongekommen ist. Sebastian Gehring mit den Einzelheiten. Es sind Bilder, die nicht nur bei Motorsportfans den Atem stocken lassen. Nach einem technischen Defekt verliert Herbert Stenger bei einer Geschwindigkeit von rund 240 km/h die Kontrolle. Nur Sekunden später riesige Erleichterung. Der Berglöwe kann sich selbst aus dem Wrack befreien und trägt nur Stauchungen und Prellungen davon. Kaum vorstellbar, wenn man diese Bilder sieht. Die Ursachenforschung beginnt. Wir haben jetzt analysiert und sind zu der Erkenntnis gekommen, also dass irgendwas am Spoiler hinter abgebrochen sein muss. Das Fahrzeug hat sich dann bewegt wie ein Schiff, das man mit dem Schwert so einsetzt, dass es abrupt nach einer Seite abbiegt. Und leider konnte ich natürlich nur noch als Passagier drin sitzen und das Knick einziehen. Aber ich hatte keine Chance, irgendwas noch zu ändern. An den Überschlag selbst kann sich der zehnfache deutsche Bergmeister nicht mehr richtig erinnern. Das geht so schnell. Du kannst eigentlich nur hoffen, dass du nirgendwo auftriffst. Und so, das war schon im weichen Boden, in dem Graben ist ja erdreich. Und da stelle ich natürlich wahnsinnig schnell auf. Bei so hohen Geschwindigkeiten gibt es Drehkräfte und Fliehkräfte, die sind extrem. Aber mit dem Handsystem sitzt du natürlich wahnsinnig fest im Sattel. Aber wenn der Bügel abbricht, so wie bei mir, dann ist der Kopf frei und dann darfst du nirgendwo auftreffen. Und das war mein Glück und die Schutzengel sind so schnell geflogen, wie ich gefahren bin. Im Fahrerlager verbreitet sich die Nachricht vom schweren Unfall wie ein Lauffeuer. Stengers Kollegen zeigen sich geschockt. Ja gut, ich bin dann oben runtergekommen, vorbeigerollt. Ich habe richtig Gänsehaut gekriegt, ehrlich. Und hoffentlich ist mir auch nichts passiert. Wenn man solche Sachen hört, ist dieses Jahr leider schon zum zweiten Mal, dass wir im dritten Training oben stehen und dann ein Kollege von uns so einen schweren Unfall hat. Da sind wir natürlich immer schockiert und das wünscht man keinem. Es tut mir natürlich wahnsinnig leid von Herbert. Ich habe sowas auch schon mal erlebt und das wünscht man niemanden. Also ich hätte es viel lieber auf der Strecke ausgetragen mit dem Herbert, dass man den Kampf um die deutsche Meisterschaft. Riesenglück hatte nicht nur der Berglöwe, sondern auch die beiden Streckenposten, die sich im letzten Moment mit einem Sprung zur Seite retten konnten. Das 40. Eichenbühler Bergrennen. Es wurde zum zweiten Geburtstag für Herbert Stenger.